Also Gary, kannst du mir sagen, was es ist, das die US-Regierung wirklich von dir will? Wie siehst du das alles? Was mich am meisten beunruhigt, ist, dass ich in zwei Gesprächen mit der Polizei umfassend und aufrichtig zugegeben habe, dass ich mir unerlaubten Zugriff zu den Systemen verschafft habe. Aber sie beziehen sich immer wieder auf diese lächerliche Schadenersatzklage. Ich habe seitdem herausgefunden, dass der Schadenersatz mindestens $5.000 betragen muss, damit man ausgeliefert und ein Jahr in ein amerikanisches Gefängnis gesteckt werden kann, da es dann unter Internetkriminalität fällt. Und wie durch ein Wunder, wer hätte das gedacht, betrug der Schaden bei jedem der Computer genau $5.000. Das ist offensichtlich falsch. Meiner Meinung nach geht es mehr darum, wo ich war und was ich gesehen haben könnte. Das denken übrigens auch viele andere, die besser informiert sind als ich. Wenn man die Existenz von Außerirdischen und ihren Kontakt zu uns offiziell anerkennen würde, wäre das gut. Ich finde es jedoch noch wichtiger, dieses freie Energiesystem zu haben. Nachdem ich mich bereits in diverse NASA-Einrichtungen gehackt hatte, nahm ich an, dass hier vielleicht die gleiche Zugangsmethode ohne Passwort wie beim Johnson Space Center funktionieren würde, und so war es auch. Als ich drin war, benutzte ich verschiedene Netzwerkbefehle, um Informationen aus den Maschinen, die sich im Gebäude 8 befanden, zu extrahieren. Und das funktionierte. Die allererste Datei, die ich fand, war genau die, die Donna Herr erwähnte. Ich erinnere mich nicht, ob die Dateien gefiltert oder roh, bearbeitet oder unbearbeitet waren, aber da waren definitiv verschiedene Ordner, in denen eine Veränderung stattgefunden hatte, vom einen zum anderen. Diese Ordner waren voller Bilder im typischen NASA-Format und in einem Format, das ich vorher noch nie gesehen habe. Keine JPEGs oder GIFs. Die waren noch 200 bis 300 Megabyte groß. Und auf einem 56K-Modem war es natürlich unmöglich, die herunterzuladen bei 5 Minuten für 1 Megabyte. Was ich also tat, da ich einen ferngesteuerten Zugang zur Grafikkontrolle dieser Maschine hatte, war, dass ich die grafische Auflösung auf 4-Bit-Farben herunterschraubte und dann ging ich auf dem Desktop des NASA-Computers in den entsprechenden Ordner und klickte das erste Bild an. Die Anwendung startete und das Bild erschien auf dem Bildschirm, aber immer noch sehr, sehr langsam. Und was ich zu sehen hoffte, war, was Donna als eine Untertasse beschrieb, ein ganz klares Bild. Was ich aber stattdessen sah, war die Erde, das glaubte ich jedenfalls. Sie war grau schattiert, man sah eine Hemisphäre der Erde, die ungefähr 2/3 des Bildschirms einnahm, und dann ungefähr in der Mitte zwischen der Hemisphäre und dem unteren Ende des Bildes befand sich ein zigarrenförmiges Objekt mit golfballartigen Türmen, geodätische Kuppeln, oben, unten und an der Seite und ich nehme an, auch auf der abgewandten Seite. Dieses zigarrenförmige Objekt war an den Enden auch leicht abgeflacht. Es gab keine Nähte, keine Nieten, keine Telemetrieantenne oder etwas in der Art. Es sah einfach nicht aus wie etwas, das von Menschenhand gemacht wurde. Es gab keine Anzeichen dafür, dass Menschen bei der Herstellung involviert waren. Du meinst also, es handelt sich um ein Raumschiff? Ja. Ich meine, als ich zuerst die obere Hälfte sah, dachte ich nur, so ein Quatsch. Es ist nur ein langweiliges Satellitenbild. Als ich jedoch mehr von diesem Ding sah, wurde es offensichtlich, dass es keine Ähnlichkeit hatte mit einem Satelliten, jedenfalls mit keinem, den ich je gesehen hätte. Ich bin ein Weltraumenthusiast, seit ich etwa 14 war und habe daher schon viele Bilder von Satelliten gesehen. Kannst du darüber sprechen, was du sonst noch gefunden hast? Denn ich weiß, dass du Informationen über außerirdische Offiziere gefunden hast. Was hat es damit auf sich? Ja, es gab da ein Excel-Dokument mit dem Titel Non-Terrestrische Offiziere und das enthielt Namen, Dienstgrade. Es war keine lange Liste. Sie nahmen nicht den gesamten Bildschirm ein. Kannst du mir ungefähr sagen, wie viele es waren? Ich meine, wenn du schätzen müsstest, reden wir über 20, 50? Es waren 20, vielleicht 30. Weißt du, ob es sich dabei um Männer oder Frauen handelte? Daran kann mich nicht erinnern. Okay, Vornamen, Nachnamen? Definitiv Dienstgrade, aber nichts, das sie einer Truppengattung zuordnen würde, wie Armeeoberst oder Marinekapitän oder Luftwaffenoberst. Ah, es gab also keine Angaben, die darauf hinweisen, für welche Organisation sie arbeiteten. Ja, ich meine, da war der Titel nicht irdische Offiziere und offensichtlich waren damit nicht irgendwelche kleinen grünen Männchen gemeint. Ich fragte mich, zu welcher Armee die wohl gehören. Diese Beschreibung nicht irdische Offiziere findet man sonst nirgends im Internet oder in offiziellen Dokumenten der Armee. Und dann gab es da noch eine Liste von Schiff zu Schiff und Flotte zu Flotte Transfers und bedenke, dass Flotte zu Flotte viele verschiedene Schiffe bedeutet, wo Material bewegt wurde. Und diese Schiffe waren keine Schiffe der US-Marine. Ich kann mich auch hier nicht an die Namen erinnern, aber ich erinnere mich, dass ich versucht habe, Übereinstimmungen bei den Namen zu finden, und ich fand keine.